mit dem Bauerntrick und vor dem Tor schlägt da der Zürcher Spieler ein paar Mal Richtung Pulnenovs. Da haben die Langnauer einen Moment nur zugeschaut. Roman Wick hat sich in Szene setzen können. Pettersson zieht rein und er macht die Scheibe auch rein. 1:0 für die ZSC Lions. Der in dieser Phase nicht einmal auf einem Playoff-Platz liegen würde. Wieder sticht einer von der Seite rein und wieder wird es gefährlich. Pio Suter ist es hier wohl gewesen. Und was passiert hier? Es ist eine Strafe angezeigt. Nein, es gibt sogar einen Penalty für die ZSC Lions. Pascal Peltier, der ehemalige Langnauer, holt diesen heraus. Peltier. Ja, Ivars Kunenovs gibt seinem Team heute Abend die Möglichkeit zu punkten. Er holt zig Scheiben raus.